Blue Saphir Martini. Alkohol. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Minecraft Payday. Und letzte Folge sind wir hier rausgekommen am Ende der eigentlichen Map. Und jetzt können wir das Bonus-Level spielen und los geht's. So, was müssen wir jetzt hier machen? Hallo, da ist auf jeden Fall einiges los. Dancer, okay. New Objective Party. Turn Brightness to Dark Moody. Werden wir mal eben hier die Musik ein bisschen leiser machen. So. Okay, dann machen wir sie jetzt mal eben aus. Nachdem es ja jetzt hier eigene gibt. Moment. Sound ein bisschen lauter. Oh ja. Okay, hier ist nichts drin. Wir dürfen ja Bilder abmachen, dahinter war auch nichts. Gut, dann hängen wir es mal eben wieder auf. Oh, hallo, du bist ein kleiner Dancer. Ja, außerdem hast du keine Augen, oder? Ah, doch, hast du. Gut, jetzt ist nur die Frage, was wir machen müssen hier. Oh, es schaut aber nice aus hier. Ah, hier gibt es einen Dancefloor und alles. Nicht schlecht. Oh, was ist hier? Dance Lights on and off. Yo! Wie geil ist das denn? Das ist schon nicht schlecht hier. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache hier. Auch wenn es ein bisschen laggt, aber das nicht so schlimm ist. Gut, hier haben wir wieder eine Bar. Was haben wir hier? Manager's Office, Keycard Panel. Ah, okay. Oh. Oh, können wir wieder ein bisschen was mitnehmen hier. Dafür lassen wir euch ein bisschen Fleisch hier. Yo, Alter, haben wir richtig viele davon. Okay, da scheint nichts zu sein. Dann trinken wir mal so einen Martini oder was es war, würde ich sagen, oder? Moment mal eben. Blue Saphir Martini. Alkohol. Okay, so, weiter geht's. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich mal eben über den Tisch gelaufen. Hier gibt's einen roten Teppich. Aha, okay. Stellt sich nur die Frage, was ich jetzt hier machen soll. Was haben wir hier? Ach, hier war Dance Lights. Hä? Warum ist hier ein Dance Lights On-Off-Switch? Wenn doch die Tanzfläche hier ist. Nein. Was haben wir hier? Hier war die Hall. Stellt sich nur die Frage, was wir jetzt machen sollen. Ah, was haben wir hier? Ah, okay, hier sind Toiletten. Ja gut, das... Nirgendwo was. Höchstwahrscheinlich dementsprechend dann hier auch nicht. Wir essen mal eben was. Oh, was steht hier? Find the DJ. Ah, okay. Wer bist du hier? Du bist ein Civilian, okay. Der DJ wird dann wohl höchstwahrscheinlich dort sein, wohin gehört. Und zwar hier. Ist aber nicht. Wo ist denn der DJ dann? Den haben wir hier. Civilian, Civilian, Bartender, Civilian, Bartender, Civilian, Bartender, Civilian. Da haben wir wieder die ganzen Martinis und ein paar goldene Karotten. Sind ja ganz nett. Nehmen wir mal die statt den Kartoffeln. Jewelry Store Blueprint. Was ist das? Kannst du auf jeden Fall nicht aufmachen. Okay. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo unser Herr DJ ist. Können wir die Musik wieder einmachen, wenn die andere C aus ist.
So. Wo ist der DJ? Ist der hier im Manager's Office vielleicht? Ich sehe nix. Aber eins muss ich natürlich auch sagen, es wäre hier nicht Payday 2, wenn... Oh, jetzt ist die Musik wieder an. Wenn nicht hier noch irgendwas passieren würde. Von dem her müssen wir jetzt irgendwo mal diesen blöden DJ finden. Vielleicht ist er hier irgendwo in die Richtung? Nee. Oh, Moment mal eben. Ach man, das dauert doch ewig, bis ich ihn finde. Dancer. Civilian, Dancer. Muss ich jetzt wirklich jeden angucken, ey? Oh, Moment, was ist mit dir hier? Bist du der DJ? Oh, ne. Was ist hier? Civilian, Dancer. Bartender. Dancer. Civilian, Dancer. Bartender. Dancer, Bartender, Civilian, ey, das gibt's doch nicht. Civilian, Non-Civilian, Civilian, Dancer, Civilian. Aber wo ist denn der Dummkopf, ey? Finde noch niemals. Dancer, Bartender. Warte, stopp. Dancer, Civilian, Bartender, Dancer. Och man, wo ist denn der, Alter? Hier ist er auch nicht dabei. Nein. Wie soll ich denn den jemals finden hier? Ist doch viel zu groß. Vielleicht ist er hier im Klo irgendwo. Wen haben wir hier? Dancer. Hier? Bartender. Oh, Entschuldigung, habe ich dich gestört. Ich mach den zu. Civilian. Civilian. Dancer. Mann, wie soll ich denn den finden? Das dauert doch Jahre, Alter. Civilian. Moment, jetzt habe ich eine Idee. Wofür war denn eigentlich der Hebel dann auf der anderen Seite? Und wo ist der blöde DJ, Alter? Ach, da sind wieder andere Dancer. Na gut, das ist egal. DJ! Ah, Julie Shaw, Blueprint till next time. Ah, danke DJ, na, endlich haben wir dich gefunden. Thanks for playing. Was, das alles? Das ist jetzt alles? Wir haben jetzt hier rumlaufen müssen und den DJ finden, um ein Buch zu bekommen? Das kann doch nicht alles sein. War das jetzt wirklich alles? Da muss es doch noch irgendwas geben, oder nicht? Sekunde mal eben. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass das schon zu Ende ist, also... Es wäre schon ziemlich komisch eigentlich. Zumindest, es würde mich irgendwo wundern. Also, ich weiß ja nicht, aber irgendwie ist das dann doch eigenartig. Hm.
Moment, ich schau mal, ob es da noch was geben sollte, was wir eindeutig verpeilt haben. Ah, okay, Moment. Ja gut, dann kommt hier anscheinend tatsächlich jetzt nichts mehr. Von dem her will ich sagen, können wir jetzt einfach mal so nett sein und die Tür von Manager, vom Manager Office hier vielleicht, na Moment, vielleicht funktioniert das Buch hier. Nee. Na gut, dann werden wir jetzt mal, weil uns ja nicht wirklich was anderes übrig bleibt und ich möchte wissen, ob wir da noch was drin haben, einmal hier die Tür zerstören. Was haben wir hier? Okay, den Jewel of the Nile. Thank you for playing. See you next time. Okay, dann war es das jetzt wohl offensichtlich endgültig mit dem Level. Und ich sage dann natürlich danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir einen Like da. Das war es mit der allerersten Staffel, mehr oder weniger. Also es ist jetzt nicht die allererste Staffel. Es geht natürlich am nächsten Montag auch wieder pünktlich weiter. Aber es war die allererste Adventure-Map, die wir hier gesamt durchgespielt haben. Auch wenn die letzte Folge jetzt ja eher nicht so war, wie es eigentlich geplant war. Ich sage danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch die Adventure Map gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr die Adventure Map selber spielen wollt, dann schaut in den Kommentaren vorbei. Da habe ich euch die Adventure Map nämlich verlinkt. Genauso wie auch die ganze Zeit schon. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder mit dem neuen Rives Adventure. Dann Payday 2, die Fortsetzung dieser Map. Und ja, bis dann. Ciao.